Vor 100 Jahren wirft er die alte Physik über den Haufen, Albert Einstein. Er veröffentlicht eine neue Theorie der Gravitation. Raum und Zeit gehören zusammen, sagt er. Die revolutionäre Idee: Gravitation ist nichts anderes als eine Krümmung dieser Raumzeit. Einstein entwirft damit die moderne Physik und revolutioniert unser Bild vom Universum. Er vergleicht die Raumzeit mit einem Tuch. Alle Körper krümmen dieses Tuch. Je schwerer die Körper, umso mehr. Die Sonne krümmt die Raumzeit so sehr, dass die Erde auf eine Bahn um die Sonne gezwungen wird. Einsteins neues Bild hat Konsequenzen. Das Licht eines Sternes wird gerade laufen, wenn das Tuch eben ist. Muss das Licht nah an der Sonne vorbei, wird es abgelenkt. Einstein berechnet um wie viel. Es ist wahnsinnig wenig, aber messbar. Einstein wagt eine Vorhersage. Bei einer Sonnenfinsternis, sagt er, könnten Astronomen diese Lichtablenkung messen. 1919 versuchen Astronomen weltweit, Einstein zu widerlegen. Sie beobachten Sterne nahe an der Sonne und machen Aufnahmen. Das Unglaubliche passiert. Einstein hat recht. Das Sternenlicht wird abgelenkt. Und genau wie Einstein es berechnet hat. Das ist der erste Beweis seiner neuen Theorie. Und sie hat weitere Konsequenzen. Denn nach Einstein müssen alle Massen, die sich bewegen, eine besondere Art von Wellen aussenden. Für Einstein sind das Kräuselungen der Raumzeit, wie auf einem See, Gravitationswellen. Je schneller sich etwas bewegt, umso stärker die Gravitationswellen. Danach suchen die Astronomen seit 100 Jahren. Einstein rechnet aus, dass diese Kräuselungen der Raumzeit unglaublich winzig sein müssen. Und bleibt selbst skeptisch, ob man sie jemals messen wird. Ja, kein einfaches Thema. Was denkt ihr dazu? Schreibt es in die Kommentare. Und falls es mal Themen gibt, die ihr gerne mal auf diesem Kanal sehen würdet, schreibt es ebenfalls in die Kommentare. Kostenlos abonnieren dürft ihr natürlich auch, damit ihr nichts verpasst. Ansonsten, hier sind noch zwei Videos für euch. Jede Woche kommen neue Videos. Wir sehen uns also bald wieder. Bis dann.